Ich hoffe, ihr seid auch guter Dinge und ich freue mich wirklich, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist richtig, richtig toll. Ich winke euch auch zu und sende euch auch ein Herzchen. Ich habe es immer noch nicht geübt mit dem Herzchen. Das nächste Mal werde ich eine Karte mitbringen. Ihr habt das Thema vielleicht in meiner Story gelesen, was ich heute euch erzählen will. Hallo, grüßt euch. Ich möchte mit euch über nachhaltige Geldanlagen reden. Also, es ist ja in aller Munde jetzt und das Thema kriegt auch immer mehr Drive, was ich sehr gut finde. Und es gibt da einiges zu beachten. Und das wollte ich euch heute gern erzählen, auf was ihr achten könnt und müsst und solltet und was nachhaltige Geldanlage ist oder was sie eben auch nicht ist. Ne? Stichwort Greenwashing. Unter dem Oberbegriff heißt es, wenn da irgendwie ein grünes Label drauf steht und es ist eigentlich gar nicht grün. Wobei wir schon beim wichtigsten Punkt sind, zu fragen, was ist eigentlich grün? Was ist nachhaltig? Genau das ist nämlich der Punkt beim nachhaltigen Investieren auch. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Kommt vielleicht noch mehr. Also, die Frage ist, was ist eigentlich nachhaltiges Investieren, beziehungsweise was ist Nachhaltigkeit im Sinne von Investments oder Geldanlage? Es gibt da keine eindeutige Definition. Und deswegen ist das mit der Geldanlage auch so kompliziert. Es gibt keine weltweit einhellige Definition, was ist nachhaltig, was ist grün, was bedeutet das eigentlich, umweltfreundlich etc. Denn nachhaltig kann ja ganz vieles sein. Das können Umweltaspekte sein, das können sein, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, das kann sein, wie ich meinen Gewinn auf langfristige Füße stelle. Also das hat ja ganz, ganz, ganz viele Facetten und bisher gibt es keine Definition. Wenn wir an Nachhaltigkeit denken, dann liegen eigentlich alle Sachen den 17 UN-Kriterien zugrunde, den 17 UN-Zielen. Da geht es um auch Gleichstellung, da geht es um Umweltschutz, da geht es darum, mit den Mitarbeitern gut umzugehen, etc. pp. 17 weltweite UN-Ziele. Und von diesen leiten sich sogenannte socially responsible Investments ab. Also sozial verantwortliche Investments. Damit ist aber noch keinerlei Definition verbunden, damit ist auch keinerlei Qualitätsversprechen verbunden. Die SRI-Kriterien sind nur so quasi so ein Oberbegriff über allem. Und darunter kommen dann die sogenannten ESG-Kriterien. Vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Die Environmental, Social and Governance Regeln. Also environmental sind die ganzen Umweltaspekte, also wie entsorge ich mir meinen Müll, welche Produktionstechniken habe ich, damit ich zum Beispiel das Wasser nicht verseuche, zum Beispiel bei der Aluminiumproduktion spielt das eine große Rolle. Wie entsorge ich meinen Müll? Wie stark oder wie wenig stark beute ich die Natur, die mich umgibt, aus? Welchen Mist puste ich in die Luft, beziehungsweise eben nicht, ne? Dann die sozialen Aspekte, achte ich auf Gendergerechtigkeit, auf nicht, dass ich niemanden diskriminiere in verschiedenen Aspekten. Und die Governance, dass ich zum Beispiel meine Lobbyistentätigkeiten offen lege, dass ich mich nach Gesetz an die Gesetze halte, mache ja viele auch nicht, ne? Stichwort Korruption, Steuerhinterziehung und so weiter. Also das sind diese drei Aspekte, die Environmental, Social and Governance. Das sind die ESG-Kriterien, die sich an den UN-Zielen quasi so anlehnen. Diese ESG-Kriterien hat aber niemand genau definiert, weder auf weltweiter Ebene noch auf europäischer Ebene, schon gar nicht auf deutscher Ebene. Und diese ESG-Kriterien sind auch für Unternehmen. Also, es ist, wie wir sagen, ein Management-Ansatz. Das heißt, ein Unternehmen sagt, stellt in dem Nachhaltigkeitsbericht, den viele Unternehmen zurzeit, den viele Unternehmen ja publizieren, den übrigens die Marketingabteilung meistens schreibt. Also, dieser Nachhaltigkeitsbericht zeigt dann,
wie das Unternehmen eben seine selbst gesteckten Ziele einhält. Eben, wie viele Frauen in den Vorständen zum Beispiel beschäftigt sind, wie die Natur geschützt wird, wie die Produktionsbedingungen sind, ob es Tarifverträge gibt zum Beispiel, welche Spenden zum Beispiel das Unternehmen an die Politik gemacht hat, mit welchen Ländern sie nicht kooperieren, weil es da irgendwelche Sanktionen dagegen gibt, etc. pp. Also, das alles tun sie aber natürlich, um ihre Gewinne zu stabilisieren und nicht irgendwelche ganz bestimmten Kriterien zu erfüllen. Das heißt, das alles ist getrieben davon, quasi das Unternehmen gut am Markt dastehen zu lassen. Es ist also ein Ansatz für die Unternehmensführung, gut zu arbeiten oder zumindest nach außen zu zeigen, wir arbeiten gut, also kauft bei uns die Produkte. Okay? Das hat noch nichts. Das heißt, da kommt keine Organisation von außen und guckt, macht ihr das eigentlich richtig und nach welchen Kriterien. Also heißt, wenn wir über ethische Investments sprechen, ist das immer eine Bewertungsfrage und muss man immer gucken, wer denn eigentlich von welcher Ethik und welchen Nachhaltigkeitskriterien überhaupt spricht. Wenn das eine Unternehmen sagt, ich bin nachhaltig, und das andere Unternehmen sagt auch, ich bin nachhaltig, heißt das nicht, dass die beide von derselben Nachhaltigkeit sprechen. Das ist total wichtig zu wissen, wenn ihr investieren wollt. Das ist der Oberbau. So, und dann kommt ihr. Und dann sagt ihr, hey, ich möchte gern mein Geld, also ich möchte wissen, wie es wirkt, wo es wirkt. Und dann ist die erste Frage, die ihr für euch klären müsst, in diesem Chaos an Definitionen und eigenen Managementansätzen, die die Unternehmen haben. Was wollt ihr eigentlich? Wenn ihr nachhaltig investieren wollt, müsst ihr für euch zuerst klären, was sind meine Werte? Was will ich mit meinem Geld bewirken? In Klammern und hinten dran gesetzt. Also ihr müsst für euch erstmal klären, was versteht ihr unter nachhaltig, unter ethisch, was ist euch wichtig? Und dann könnt ihr losziehen und sagen, das sind meine Kriterien. Zum Beispiel, mir ist wichtig, dass die Umwelt wirklich geschützt wird. Mir ist wichtig, dass das Unternehmen auf Gendergerechtigkeit achtet. Mir ist wichtig, dass die keine Politiker bestechen oder na, sowas in der Richtung. Diese Kriterien müsst ihr euch selber definieren, weil jemand anderes macht es nicht. Und mit diesen Kriterien im Kopf könnt ihr dann nach draußen gehen und in Aktien oder Anleihen investieren. Das ist ja das, wovon wir reden, ne? Von Investments. So, und am besten könnt ihr das sehen, welches Unternehmen nachhaltig arbeitet, wenn ihr in Einzelwerte investiert. Weil da könnt ihr das Unternehmen komplett durchleuchten mit den Daten, die sie euch geben, in Geschäftsberichten, in den Jahresabschlussprüfungen, in den Pressemitteilungen. Das ist im Grunde der zuverlässigste Weg, wirklich Unternehmen rauszufiltern, die nachhaltig arbeiten, ethisch arbeiten. Das ist es. Wenn ihr sagt, das ist mir zu viel Arbeit, Dani, ich möchte es einfacher haben, also relative Ethik, dann seid ihr in Fonds am besten aufgehoben. Also in den börsennotierten Indexfonds, die ETFs, die kennt ihr ja mit Sicherheit schon. Oder in aktiv gemanagten Fonds, die teurere Variante. Die ETFs sind ja die günstigere Variante, weil da kein Managementboard den Fonds zusammenstellt, sondern man einfach den Index abbildet. Bei den aktiv gemanagten Fonds sitzt ein Managementboard da, ein Managementrat, und die stellen die Firmen zusammen. Aktiver oder ethischer ist dann der aktiv gemanagte Fonds, weil die Fondsmanager machen das, was wir als Einzelinvestoren bei einem Unternehmen machen würden. Die durchleuchten genau die Unternehmen. Die sagen zum Beispiel, wir nehmen 20 Unternehmen, die durchleuchten wir nach unseren Kriterien und die bewerten wir als ethisch nachhaltig. Es gibt zum Beispiel den Naturindex, den Naturaktienindex. Habe ich vorhin gerade noch mal nachgeschlagen, den Naturaktienindex. In dem Naturaktienindex, den NAI, könnt ihr auch im Internet nachschlagen, NAI-index.de, glaube ich, sind 30 weltweite Unternehmen drin, die nach bestimmten Kriterien, die alle nachzulesen sind, durchleuchtet worden sind. Darunter ist zum Beispiel Tesla.
im Naturaktienindex oder auch die Umweltbank aus Deutschland. Es ist Vestas Wind, Windkraftanlagenhersteller aus Deutschland ist auch dabei und zum Beispiel ein japanischer Büromaschinenhersteller Ricoh. Wenn ihr in Fonds investieren wollt, zum Beispiel in aktiv gemanagte Fonds, könntet ihr in einen Fonds investieren, dem der NAI zugrunde liegt. Die Unternehmen könnt ihr alle nachlesen. Nicht, dass ihr denkt, ich würde das propagieren, aber das ist eine Möglichkeit, in wirklich nachhaltige Unternehmen zu investieren, wenn ihr keine Zeit habt und euch auch nicht so auskennt, um tatsächlich Bilanzen von Unternehmen einzeln zu scannen. Nachteil an aktiv gemanagten Fonds ist, dass sie relativ teuer sind. Sie haben meistens Ausgabeaufschläge. Das ist wie eine Eintrittskarte in den Fonds. Meistens 5 bis 6%, manchmal 4%, die von der Anlagesumme gleich weggehen. Und die Managementgebühren sind häufig so um die 1,5 bis 2%, was deutlich an der Rendite knabbert. Aber wenn euch wichtig ist, dass ihr wisst, wo euer Geld hinfließt, dann ist eher ein aktiv gemanagter Fonds die Qual der Wahl. Wenn ihr sagt, okay, relative Ethik geht bei mir auch, dann gehen auch ETFs. Bei ETFs ist es aber so, dass es einige ETFs gibt, wo es ein Management gibt, die tatsächlich einen nachhaltigen Index gebaut haben. Das sind nicht die großen Indizes wie der MSCI oder auch der DAX oder der Eurostoxx 600 oder Standard & Poor's, sondern es sind direkt selbst gebastelte Indizes. Und da müsst ihr aufpassen, da müsst ihr genau hingucken. Ich habe mir mal einen ETF an. Ich habe mir mehrere schon angeschaut, aber ich habe euch hier einen dabei. Den iShares Dow Jones Global Sustainability ETF zum Beispiel von BlackRock. Der hat an Positionen, das ist ein ethisch nachhaltiger ETF. So weist er sich aus nach den, wie schreibt er? Nee, er schreibt einfach nur Global Sustainability. Was schreibt er hier? Engagement in einer großen Bandbreite an globalen Unternehmen, die auf ihre wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Merkmale hin geprüft wurden. Geprüft wurden von iShares. Ne? Okay, dann Top-Positionen, Top-Unternehmenspositionen, die da drin sind. Ich überlege gerade, ist es von iShares geprüft oder von. Kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen. Ich will keinen Mumpitz erzählen. Also auf jeden Fall die Top Unternehmenspositionen, die da drin sind, also die größten Unternehmenspositionen, ist an erster Stelle Microsoft. Microsoft ist nach diesem Fonds ein nachhaltiges Unternehmen. Kann man sich schon eine Frage stellen, warum sind die jetzt nachhaltig? Okay, an Position 5 steht Nestlé. Nestlé als nachhaltiges Unternehmen läuft in diesem nachhaltigen ETF. Das ist schon interessant, weil Nestlé zu den Unternehmen gehört, die tatsächlich Bodenschätze ausbeuten wie Wasser. Hallo liebe Dörte, Wasser ausbeuten, also in Ländern Wasser zapfen, abzapfen, in Flaschen füllen. In Flaschen füllen und hochpreisig verkaufen in andere Länder und natürlich den Wasserpegel, das Wasser aus diesen Ländern abziehen und in die Welt verkaufen und die Menschen in den Ländern teilweise kein richtiges gutes Wasser haben, unter anderem wegen Nestlé. Nestlé macht auch noch andere Sachen, aber das ist so ein Punkt, wo man sich zu Recht fragt, was macht Nestlé in einem nachhaltigen ETF? Und ich sage euch, es kann auch in einem nachhaltigen ETF ein Waffenhersteller sein. Vielleicht nicht. Das ist überspitzt, was ich jetzt gerade sage, weil in diesem nachhaltigen ETF hier sind zum Beispiel Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Waffen aussortiert worden. Aber man könnte ja auch tatsächlich da annehmen, ein Waffenhersteller kann dann nachhaltig sein, wenn er zum Beispiel einen Vorstand hätte, in dem von 5 Vorständen 3 Frauen sitzen. Ne? Dann hat er dieses soziale Engagement. Wenn er hohe Umweltstandards einhält, kann ja sein, dass sie mit dem Müll gut umgehen, ne? Dass sie auf das Wasser nicht verschmutzen, etc. Damit könnte es schon ein nachhaltiges Unternehmen sein, obwohl es etwas nicht Nachhaltiges herstellt. Aber Waffenhersteller werden meistens raussortiert, häufig aber auch nur bis zu einer gewissen Umsatzschwelle.
Also, Nachhaltigkeit ist beim Geldanlegen eine schwierige Sache. Das ist echt, das ist nicht trivial. Und das legt quasi nochmal Geldanlage ist, ne, da müsst ihr euch beschäftigen, braucht ihr Wissen, braucht ihr ein bisschen Erfahrung. Das geht nicht mal einfach so. Und wenn ihr noch nachhaltig investieren wollt, dann müsst ihr nochmal eine Schippe drauflegen auf das, was ihr wisst und auf das, wo ihr hinguckt und wie genau ihr wohin guckt. Das ist das, was es im Groben, im Überblick zu nachhaltigen Investments zu sagen gibt. Nachhaltigkeit kostet auch immer ein bisschen mehr, weil es auch mehr Arbeit macht, weil die Unternehmen ja wirklich durchleuchtet werden müssen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Es ist unglaublich viel Bewegung in dem ganzen Thema. Was man noch aber dazu sagen muss, wenn ihr wirklich nachhaltig investieren wollt, dann bitte ich euch auch noch mal auf euren Konsum zu gucken. Denn wir haben vor allen Dingen den Hebel zum nachhaltigen Wirtschaften über unseren Konsum in der Hand. Das ist der erste und der entscheidende Hebel. Wenn wir zum Beispiel alle nicht mehr Nestlé-Produkte kaufen würden, gäbe es die Firma nicht mehr. Die Firma würde keine Umsätze mehr haben, ihre Kosten würden die Erträge übersteigen, sie wäre überschuldet, sie müsste Konkurs anmelden. Das Gleiche ist zum Beispiel für Apple, wenn man denkt, Apple oder auch viele Handyhersteller, viele andere Handyhersteller, die schädigen extrem die Umwelt und lassen produzieren zu in nicht besonders guten Umständen. Wenn wir diese Produkte nicht mehr kaufen würden, dann wird es diese Unternehmen nicht mehr geben. Also, wenn ihr wirklich nachhaltig investieren wollt, dann guckt auch auf euer anderes Leben und versucht auch da nachhaltig zu konsumieren. Denn das eine macht ohne das andere nicht wirklich Sinn. Okay? Ich habe euch versucht, einen kurzen Überblick zu geben über das Thema. Man kann da stundenlang drüber reden. Und ich habe dazu auch auf meinem Blog eine vierteilige Serie geschrieben. Da könnt ihr euch nochmal einlesen, wenn ihr wollt. Und morgen, ich würde das Thema nämlich gerne nochmal machen, morgen würde ich euch noch das ein oder andere gern zu den ETFs erzählen, wie zum Beispiel aus einem ganz normalen MSCI ein MSCI nachhaltig wird. Das würde ich euch gerne nochmal erzählen, weil ich bin mir sicher, dass einige von euch gerne in ETFs investieren möchten, vielleicht auch schon investiert sind, vielleicht auch schon einen großen ETF gekauft haben und denken, hey, ich hätte vielleicht doch auch noch gern eine nachhaltige Variante und interessiere mich dafür. Dann schaltet morgen ein, dann erzähle ich euch nochmal was dazu und dann die 3 anderen Tage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das sind Wunschtage. Ich habe schon einige Themen auf meiner Wunschliste. Wenn ihr also selber ein Wunschthema habt, dann schreibt mir eine Direktnachricht. Ich nehme das mit auf, würfel aus oder pack sie hintereinander. Ne? Dann schreibe ich sie einfach so noch mit rein. Okay? Oder gebe sie euch rein. Okay, das war's. Wenn ihr keine Fragen mehr habt oder wenn ihr Fragen habt, dann wäre es jetzt die Zeit, sie reinzuschreiben, eure Fragen. Und genau, ich trinke noch einen Schluck Tee. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bitte, bitte, Kerger, vielen Dank für dein Lob. Genau. Ja, prima. Dann, also nachhaltig zu investieren lohnt sich. Mit Sicherheit. Die Renditen sind ganz ähnlich von konventionellen Investments. Da gibt es keinerlei Nachteile, wenn ihr das eventuell denkt. Die gibt es nicht. Aber es ist eben im Moment noch eine relative Ethik. Was aber, wenn das Thema immer virulenter wird oder immer wichtiger wird, sich ja auch ändern kann, ne? Wir können ja von beiden Seiten Druck ausüben. Okay? Vom Konsum und von der Investmentseite her. Ja, okay, dann sage ich ciao, ciao, macht euch finanzschlau und wir sehen uns morgen. Habt noch einen schönen Abend. Tschüss.